Habt ihr schon mal jemanden zugeschaut, wie er sein Auto liebevoll wäscht und euch dabei gefragt, was der da eigentlich macht und vor allem, wieso er das eigentlich macht? Oder beschäftigt ihr euch seit Jahren mit der Autopflege und werdet immer wieder mit unangenehmen Fragen über euer Hobby konfrontiert? Und wenn es dabei vor allem immer wieder um die Frage geht, wieso wir eigentlich teures Autoshampoo verwenden und nicht einfach Spüli, dann bleibt die nächsten Minuten dran, denn dieses Video ist genau für euch. Also wie gesagt, geht es heute ums Thema Spüli und wieso man das eben nicht für die Autopflege verwenden sollte, genauso nicht wie diesen klassischen Topfschwamm. Nicht erschrecken, ich befinde mich hier und wohne in der Schweiz, deswegen kennt ihr das Teil wahrscheinlich nicht. Aber ich werde jetzt diese Testhaube, denn genau dafür sind Testhauben da, um euch so einen Blödsinn auch zeigen zu können, ohne dass wir ein Auto dafür vernichten müssen, polieren, damit die möglichst kratzerfrei ist. Dann ein kleines Viereck abkleben und dann werden wir in diesem kleinen Viereck mit diesem Topfschwamm mit Spüli waschen, um euch zu zeigen, wieso man das eben nicht machen sollte. Um euch jetzt zu zeigen, wieso man sein Auto eben nicht mit Spüli und einem Topfschwamm waschen sollte, werde ich Folgendes machen. Ich habe hier vier Testflächen abgeklebt, zur Erinnerung auf der Fläche, die wir poliert haben. Und dann werde ich jetzt hier auf diesen zwei Flächen den Topfschwamm verwenden mit dem Spüli zusammen. Und zwar einmal hier ganz außen mit der rauen Seite und hier dann mit der sanfteren Seite. Und was ich dann noch machen werde ist, ich werde den gleichen Topfschwamm nochmal verwenden, aber mit einem Autoshampoo. Das ist das Sonax Autoshampoo. Das kriegt man sehr, sehr, sehr günstig im Baumarkt, auf Amazon und über viele andere Kanäle auch. Und dann werde ich auch wieder den Schwamm mit der rauen Seite, zuerst hier, und dann mit der sanfteren Seite dort verwenden, um euch zu zeigen, dass so ein Autoshampoo eben doch seine Berechtigung hat, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, wenn es darum geht, eure Autos sanft zu reinigen. Und ich würde sagen, schauen wir uns an, was jetzt passiert. Ich werde jetzt die Klebebänder entfernen und dann die Shampoos abspülen und achtet mal drauf beim Abspülen, was hier auf diesen verschiedenen Testflächen geschieht. Ich erkläre euch kurz, was man sehen sollte und dann sprühe ich nochmal drauf, damit ihr es für euch seht. Die Flächen, die ich mit dem Spüli gewaschen habe, also diese zwei hier, da zieht sich das Wasser deutlich langsamer zurück. Das heißt, hier ist irgendeine Art von Film noch drauf, durch diesen Spüli erzeugt, der das Wasser in dem Sinn geradezu noch auf sich stehen lässt, währenddem die Flächen, wo ich mit dem Autoshampoo drüber bin, sich das Wasser deutlich schneller zurückzieht. Achtet mal drauf, es ist zwar ein Unterschied da zwischen den Seiten, die ich mit der groben Schwammfläche gewaschen habe und denen, den ich mit der sanften gewaschen habe, aber auf beiden Seiten sieht man den Effekt, dass das Autoshampoo hier sich das Wasser schneller zurückziehen lässt. Thank you.
Was da vor sich geht, ist relativ schnell erklärt. Spüli ist eben einerseits dazu da, um vor allem organische Verschmutzungen, sprich eure Essensreste, zu entfernen. Und Spüli wird ja in der Regel mit sehr, sehr, sehr viel und heißem Wasser verwendet. Das heißt, da ist es gar nicht so wichtig, dass das hier rückstandsfrei sich entfernen lässt. Und es gibt solche Spülis, die haben einen Inhaltsstoff drin, der legt sich über euer Geschirr drüber, damit dann das Wasser in dem Sinn sich schön abtrocknen lässt. Aber ihr seht auch jetzt wunderbar auf dieser Haube, es bleibt was zurück. Das Autoshampoo hingegen, das wird verwendet mit vergleichsweise wenig Wasser. Das muss sich mit wenig und vor allem mit kaltem Wasser rückstandsfrei entfernen lassen. Und es darf eben nichts zurückbleiben, was dann irgendwie das Finish vom Fahrzeug beeinflusst. Und genau das ist der Unterschied zwischen Autoshampoo und Spüli. Was man bezüglich der oftmals angekreideten hohen Kosten von so einem Autoshampoo vielleicht auch mal sagen muss, ist, dass die sehr, sehr, sehr hoch konzentriert sind. Dieses Simple Wax Satz hier zum Beispiel braucht nur 5 Milliliter auf 10 Liter Wasser. Das heißt, ihr könnt hier unglaublich günstig arbeiten. Ja, Spüli ist womöglich noch ein kleines bisschen günstiger. Aber wenn ich mir hier überlege, dass ich wirklich nur ein paar Cent pro Wascheimer ausgebe, dann können die Kosten eigentlich am Ende des Tages nicht wirklich ein Argument dafür sein, Spüli zu verwenden. Neben dem, dass sich eben Spüli sehr schlecht von Oberflächen, von automobilen Oberflächen wieder abspülen lässt, kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem des Ganzen, das eben auch in direktem Zusammenhang mit diesem Schwamm steht. Und das ist, dass wenn ihr Spüli und wenn ihr vor allem so einen Schwamm verwendet, dass das einfach keine idealen Mittel sind, um ein Auto zu waschen. Und genau das werden wir jetzt sehen. Wenn ich mich jetzt nämlich hier ein bisschen bewege, dann seht ihr hier hoffentlich bereits in normalem Licht und von bloßem Auge zu erkennbar so eine mattierte Stelle. Hier ist ein bisschen besser. Hier ist wieder so eine mattierte Stelle drin und daneben ist wieder besser. Ich hoffe, ihr seht das. Mal noch ein bisschen näher ran. Hier. Und da drüben sieht man es noch stärker. Und noch besser sieht man das Ganze eben, wenn man mit einer sehr starken Lichtquelle, wie jetzt so einer Polierlampe hier arbeitet, und wenn man dann das Deckenlicht ausschaltet, und genau das werden wir jetzt schnell machen. Das ist jetzt also die gleiche Fläche nochmal, und jetzt schauen wir uns an, was hier passiert ist. Oh ja, oh ja, bist du deppert. Also, ihr seht schon, was hier passiert ist. Also man sieht auch wunderbar das Rechteck. Rundherum war abgeklebt, rundherum sieht der Lack auch noch gut aus. Ihr seht, der ist poliert, da sind keine Kratzer drin. Aber da, wo wir mit dem Schwamm und vor allem mit der groben Seite von dem Schwamm drüber gegangen sind und eben Spüli, da haben wir uns richtig, richtig tiefe und üble Kratzer reingehauen. Und um es ganz klar zu sagen, das kriegt man nur noch raus, wenn man poliert. Und selbst dann muss man schon ziemlich, ziemlich starke Mittel verwenden, um das wieder rauszukriegen. Selbst auf der Fläche daneben, wo wir die sanftere Seite vom Schwamm genommen haben, haben wir uns doch, ihr seht es jetzt hier im Licht, ziemliche Kratzer hier reingehauen. Das kann man wunderbar sehen. Und genau das macht eben Spüli und so ein Schwamm, aber jetzt hauptsächlich der Schwamm, aber jetzt kommt eben das richtig große, dicke und fette Aber. Wenn wir uns jetzt die Flächen anschauen, wo wir mit Autoshampoo gewaschen haben, und jetzt gerade diese hier, dann sieht man auch hier, auch in diesem Rechteck, wo wir wieder die grobe Seite vom Schwamm verwendet haben, sind richtig tiefe, üble Kratzer drin. Aber das ist jetzt die Seite mit Autoshampoo. Ich gehe rüber. Das ist die Seite mit Spüli. Und ihr seht, das sind viel, viel mehr und die sind auch viel, viel tiefer als hier auf der Seite mit Autoshampoo. Und genau das ist eben das, was Autoshampoo ausmacht. Und noch viel deutlicher wird es hier, wo wir die sanfte Seite vom Schwamm verwendet haben. Denn jetzt sind wir ja bei einem Medium, das es durchaus auch lange Zeit in der Autopflege gab, nämlich so einem Schwamm. Und wenn wir den jetzt mit Autoshampoo verwenden, dann sehen wir immer noch, dass wir uns ein paar wenige Kratzer reingehauen haben. Aber nochmal, das ist die Seite mit Autoshampoo, das ist die Seite mit Spüli. Und jetzt wird sowas von deutlich, was der Unterschied hier ist. Und der Unterschied ist eben ganz einfach erklärt. Autoshampoo erzeugt einen Gleitfilm für das, was ihr zum Waschen verwendet. Sei es so ein Schwamm hier, sei es ein Mikrofaserwaschhandschuh oder was auch immer ihr da verwendet. Es erzeugt einen Gleitfilm, der eben dieses Medium dann möglichst sanft über euren Lack drüber huschen lässt. Währenddem Spüli das nicht muss. Spüli muss euer Geschirr sauber machen, mit der Hilfe von sehr viel heißem Wasser und aggressiven Mitteln wie einer Bürste oder so einem Schwamm, und es muss keinen Gleitfilm erzeugen. Das ist der riesige und entscheidende Unterschied,
Und das ist der Grund, wieso es absolut null und keinen Sinn macht, Spüli in der Autopflege zu verwenden. Also, ihr habt jetzt gesehen, was passiert, wenn man sein Auto mit einem Topschwamm und mit Spüli wäscht und dass man das tunlichst vermeiden sollte, weil man erzeugt sich doch ziemlich üble Kratzer in dem Lack. Und deswegen gilt, dass man immer... Was machen Sie da? Ich putze mein Auto. Oh, Sie waschen Ihr Auto, okay, nee, ist gut. Womit? Mit Schwamm und Spüli. Moment. Super Zeug. Was haben Sie denn jetzt vor? Thank you.